Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Galaxy 5000. The fastest race in the universe steht auf der Rückseite vom Cover. Naja, ich bin schon gespannt. Ist von Activision, könnte also gut sein. Ah, da gibt es auch einen Zweispieler-Modus, interessant. Alpha Controls, Beta und Alpha Controls. Aha, was kann ich mir da in Schiff aussuchen? Links, rechts, links, nix. Ah, okay. Aha, okay. Ich bin gespannt. A, Eis hüpfen, okay. B ist Gas geben. Wie steuere ich? Ach, die Steuerung ist ja. Was? Wie zum... Hä? Die Steuerung packe ich irgendwie überhaupt nicht. Weil das Ding fährt von... Was? Wie ist... Was? Wie... Ah, das steuert das Ding nicht aus der Ich-Perspektive. Das ist ja... Boah, nein, das geht überhaupt nicht. Ich brauche eine andere Steuerung, Leute. Das Ding aus der Ich-Perspektive steuern. Sorry, das geht gar nicht. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Okay, damals wusste man es vielleicht noch nicht besser. Racing-Schnecke hat rausgeschaut. Beta-Control. So, dann schauen wir mal, ob das besser ist. Galaxy 5000. Na, schauen wir mal. Wie ich schießen als hüpfen. Warum fährst du nicht weiter? War doch. Wieso gibt er nicht Gas? Pause. Ich bleib da ganz stehen. Aha. In die Gegend. Aha, jetzt nimmt der Fahrt auf. Okay, jetzt habe ich die Ich-Perspektivensteuerung. Okay, mit der komme ich halbwegs zurecht, glaube ich. Ja, einer ist abgeschossen, sehr gut. Wahnsinn eigentlich für ein NES-Game, Leute. Also, das ist... Das fühlt sich an wie ein Vorgänger von Rock'n'Roll Racing. Oh, abgestürzt. Oh yeah, yeah. Ja, wie gebe ich ein Gas gibt? Das ist mir noch nicht ganz klar am Anfang. Wie beschleunige ich hier? Rauf, runter und come on. Ja, ja, ich weiß, ich bin letzter. Ah, warum bin ich da jetzt runtergefallen? Weiß man nicht. Also die Steuerung hat schon so seine Schwächen. Ich schieß den ab da. Warum sehe ich nichts mehr? Was ist los? Was geht ab? Ist die Zeit ausgelaufen, okay. Puh, schon knackig schwer. Aber jetzt mit richtigen Steuerung. Sollte das eigentlich möglich sein? Warum kann ich hier nichts auswählen? Es schaut so aus, als könnte ich hier irgendwas auswählen, aber es geht nicht. Okay. Okay, los geht's. Wieso gibt er am Anfang so schlecht Gas? Ich weiß nicht. Sagt er, excuse me? Denke nicht, oder? Rauf. Ja, getroffen. Und runter. Rauf. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wieso gibt er jetzt nicht Gas? Das ist... Die Steuerung ist schon... Naja.
Gerade noch so gut unterwegs. Abgeschossen den da. Ich muss jetzt unten. Ich muss jetzt unbedingt unten fahren beim ersten. Ich muss da unten fahren. Ich glaube, dass unten einiges besser ist. Geh weg! Geh weg! Deinen blöden Raumschiff da! Geh weg! Einfach nur. Beschleunigt so schlecht. Wieso? Irgendwie. Na, jetzt habe ich wieder den falschen Weg genommen. Ich blöd, Mann. Ich einfach den unten fahren können. Aber wie auch immer, es ist eine krasse Leistung für den NES. So ein Spiel für sich darzustellen. Org gekriegt. Org. Ich bin beeindruckt. Jetzt habe ich Geld bekommen und jetzt kann ich das Ding noch verbessern, oder wie? Ja, hört so aus. Damage weg, ja. Nächstes rein, okay. Ich versuche mich nochmal. Weiß nicht, was muss ich drücken, damit nach oben ist Gas geben, oder was? Aber nach oben ist auch gleichzeitig steuern, das ist ja doof. Sorry, aber das ist doch irgendwie doof. Okay, aha, jetzt muss ich so fahren. Es ist die gleiche Strecke, ne? Uah. Aha. Jetzt darf ich da nicht mehr reinfahren, ich verstehe. Runter. Gut ausgetrickst. Oben muss ich fahren. Ja, bitte, ohne Ankommen irgendwo. Ah, oje. Oje. Hat das Geld eingesammelt? Komm schon. Ja, gut überholt. Ah ja, ist noch nicht abgeschossen. Und die Kurve. Ah, da darf ich nicht. Da geht's nicht durch. Ah, da zerstört er mich da. Ah ja. Ah, ich bin schon wieder letzter. Ich möchte nicht letzter sein. Komm schon. Muss möglich sein. Ich frage mich, wie das zu zweit ist, das Spiel. Ja, abgedrängt. Ja, Damage genommen. Nein! Ah! Oh, bin ich noch Dritter? Bin ich noch Dritter? Ich glaube, ich war Dritter, oder? Haben jede Menge Damage aufgenommen. Kann ich das irgendwie reparieren lassen? Ich drücke da hin und drücke her. Man sieht ja schon den Schaden am Raumschiff. Oh, cool gemacht. Wahnsinnsspiel eigentlich. Wahnsinn. Ich meine, die Steuerung ist super hart. Aber eigentlich Wahnsinnsspiel. Mal schauen, wie lange nehme ich schon auf? Da sind wir bei 8 Minuten. Da geht es ja locker noch eine Runde aus. Überhaupt kein Problem. Geht schon, next. Race. Was haben wir da jetzt? Aha. Ich muss nach oben drücken zum Gas geben. Komm schon. Das mit dem Gas geben, das verstehe ich einfach nicht am Anfang. Das mit dem. Ah, das, wie soll ich denn da? Den habe ich da abgeschossen. Sehr gut. Einmal oben drüber. Wow, die beschleunigen ja ordentlich diese. Hä? Ah, ich kann ja drüber springen. Na klaro. Wow. Ja, vergessen, dass ich springen kann. Ich blöd mal, ja. Wow. Ja, hat mich abgeschossen schon wieder. Oh yeah. Na, nein, nein. Ah. Nein. Komm schon. Ah, ein Tod. Eieieiei. Oh, super Beschleunigung. Heißt es, wie es faszinierend das Spiel. Aber es ist super schwer, vor allem mit dieser Steuerung hier. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es richtig hart wird zum Programmieren. Also, ein Respekt mal an die Programmierer von damals. Also, das muss wirklich schwer gewesen sein.
Ah ja. Yeah. Dampf mal weiter, ich bin letzter. Ich bin sowas von letzter. Ah ja. Yeah. Ah, da muss ich. Ah, die Steuerung. Ah ja, ja. Was ich da dran gewöhnen kann, ich bin mir nicht so sicher. Warum sie nicht einen Beschleunigungsbutton gemacht haben? Oder einfach eine Autobeschleunigung. Generell einfach nur eine Autobeschleunigung. Nein, eine Autobeschleunigung wäre da besser gewesen. Also dieses Beschleunigen auf Gegenlenken, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja, ganze Arbeit, trotzdem ganze Arbeit geleitet, Activision. Muss man schon sagen. Super Spiel. Ja, aber technisch vielleicht nicht so gut gealtert. Weil die Steuerung ist wirklich hart und wenn ich sowas spielen will in der Art, dann spiele ich Rock'n'Roll Racing. Und das ist um Längen natürlich besser am Super Nintendo. Rock'n'Roll Racing am Super Nintendo, wer es nicht kennt, unbedingt Rock'n'Roll Racing am Super Nintendo zocken. Ist ein richtig gutes Game. Und das war Galaxy 5000. Ja, auf dem Weg durch alle NES-Spiele. Eine interessante Überraschung. Ich wusste nicht, dass es Rennspiele auf dem Niveau am NES gab. Das ist nochmal um einiges besser als RCD Program. Rennt nochmal um einiges flüssiger, finde ich. Ich bin beeindruckt. Würde mich aber nicht wundern, wenn es dieselbe Engine ist. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Könnte aber gut sein, dass es auf derselben Engine basiert. Wobei die Steuerung wesentlich fummeliger ist. Die war bei RCD Program besser. Gut. Ich sage danke fürs Zuschauen. Da unten könnt ihr abonnieren. Da drüben könnt ihr euch noch viel mehr anschauen. Und wenn ihr Spaß mit mir hattet, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und Kommentare, Leute. Kommentare. Irgendwelche Insider-Infos zu dem Spiel bitte gerne und alte Geschichten, wie es ihr damals so gefunden habt, natürlich. Das interessiert mich. Das sind die Dinge, die ich hören und lesen möchte. Ciao, Leute.